7 Spiele hat der DAHV nicht mehr gewonnen. Der letzte Sieg ist 2 Monate alt. Seitdem gab es für die Jungs von Trainer Liesegang magere 2 Punkte. Beide in 2 von insgesamt 3 Heimspielen. Überhaupt ist von der einzigen Heimstärke im Biberbau nicht mehr viel übrig. 6 Spiele gab es in der Anhalt Arena, 6 von 12 Punkten behielt der DAHV. Nun kam ausgerechnet der Tabellenvierte aus Kirchzell. Allerdings muss man dazu wissen, dass die Bayern diesen Tabellenplatz der Tatsache zu verdanken haben, erst 5 Spiele in fremden Hallen absolviert zu haben. Während alle 8 Heimspiele gewonnen wurden, gab es auswärts erst einen Sieg. Der Beginn aus Sicht der Gäste vielversprechend. Der TVK legte vor, Linkshänder Felix Hein einmal über die Mitte und einmal von halb rechts. Das erste Tor für den DAHV durch Hüls. Krug sorgte für den Gleichstand. Dazu kam, dass Sprecher im Tor schnell zu seiner Form fand und so auch Anteil daran hatte, dass die Hausherren in Führung gingen. Kirchzell hatte sich defensiv auf die Distanzschützen eingestellt. Auch in Bayern ist längst angekommen, dass ein Robert Lux Handballspiele entscheiden kann. Doch aufgrund der offensiveren Deckung entstanden Freiräume, die der TVK am Sonntag nicht zulaufen konnte. Räume, die vor allem Hüls immer wieder zu nutzen wusste. Mit seinem 4. Tor brachte er den DAHV beim 5:3 zum ersten Mal auf 2 Tore in Führung. Zudem hatten beide Gästetorhüter nicht den besten Tag erwischt. Bis zum 9:7 blieb das Spiel spannend. Danach nutzte Dessau-Roßlau Zeitstrafen einfach cleverer aus als Kirchzell. In eigener Unterzahl gelang den Hausherren mindestens ein Treffer. In Überzahl ließ man hinten nicht zu und konnte sich so Tor um Tor absetzen. Dem TVK gelang bis zur Pause nur ein weiterer Treffer. Der DAHV machte 5 und konnte so mit einem beruhigenden 6-Tore-Vorsprung die verbleibenden 30 Minuten in Angriff nehmen. Beim 18:10 nach 40 Minuten schien die Entscheidung gefallen. 3 Minuten später sah Krug seine 3. Zeitstrafe und damit die Disqualifikation. Sollte Kirchzell doch noch einmal zurückkehren? Auch Lux musste kurz zuvor draußen Platz nehmen, die Beavers also in doppelter Unterzahl und trotzdem mit dem Torerfolg durch Pavlicek. Das gab Kraft und die nötige Ruhe. Danach verwalteten die Hausherren ihren Vorsprung. Kirchzell zeigte sich bemüht, kam sogar zu Ballgewinn, machte daraus aber einfach zu wenig. Für den Höhepunkt des Spiels sorgte der 18-jährige Lukas Knape, der erst im Sommer aus der Verbandsligamannschaft zum Drittligisten gestoßen war. Mit seinem ersten Tor besiegelte er den 26:21 Erfolg des DAHV gegen den Tabellenvierten TV Kirchzell. Naja, klar, war ein schönes Spiel heute. Also die Emotionen waren gefordert, die waren da. Wir haben ein klasse Spiel gemacht und halt zu Recht gewonnen, würde ich sagen. Erstes Tor heute, wie fühlt man sich da? Ist schon ein schönes Gefühl, ja. Wie geht es jetzt weiter? Nächste Woche wieder Heimspiel? Na, ich hoffe doch, dass ich nächste Woche wieder gesetzt bin und ich dann Märzspielzeit kriege und vielleicht noch ein Tor mehr werfen kann, natürlich. Ich glaube, wir sind die bestgesehensten Gäste im Osten. Wir lassen regelmäßig hier die Punkte und gegen uns kann auch jeder sogar noch sein Torverhältnis gut aufstocken. In der ersten Halbzeit sind wir eigentlich gut reingekommen. Aber dann kommt das Übliche, was bei uns immer wieder Auswärtsspiele, vor allen Dingen nach weiten Auswärtsfahrten kommt, nach 20 Minuten kommt ein Einbruch. Und diese 6 Tore, die wir so zwischen der 15. und 25. 28. Minute gefangen haben, und diese 6 Tore sind wir bis zum Spiel nachgelaufen. Zweite Halbzeit, ich denke, das Spiel war in der ersten Halbzeit schon entschieden, in der zweiten Halbzeit ist halt so dahingeblätschert, immer in etwa mit dem gleichen Ergebnis. Nach 7 Spielen ohne Sieg endlich das erhoffte Erfolgserlebnis. Nun gilt es nachzulegen. Am kommenden Sonntag kommt der Vorletzte vors Felde.